Da wäre. Oh ne, ich kann keine Hintergrundfarbe hinzufügen. Ah, doch, kann ich. Dann kann man das hier auch. Ach, das kann man da überall. Okay. Das ist natürlich eine Information, die ich jetzt erst entdecke. Wir nehmen ein Hintergrundfarbe, ein sattes, dunkles Rot. Und dann machen wir bei der Schriftfarbe mal weiß und gucken mal, ob das. Wir sollten das speichern, ob das Sinn macht. Ja, das ergibt irgendwie Sinn. Ich weiß aber nicht, warum ich das. Warum sehe ich denn das? Hat das einen Sinn, dass ich die. Ja, nee, das sehe ich anscheinend auf dem Schild nicht. Okay, nee, dann ist alles gut. Ne? So, ich wollte eine Sackkarre holen gehen, ne? Das war mein Ziel. Wo habe ich denn geparkt? Mein Gott, wenn du dein Auto schon nach 2 Minuten nicht mehr findest, hast du auch was falsch gemacht. So, holen wir die Burger und die Papiertüten, das ist zuerst, und schaffen die schon mal an die dazu nötigen Stellen im Geschäft. Papiertüten hierhin, Burger auf den Kontaktgrill. So, dann habe ich meinen Soll in dem Fall erfüllt. So, jetzt hast du zwei Unternehmen, was? Ha, ich glaube, das ist es, was die Medien einen Serienunternehmer nennen. Sehr gute Arbeit. Ich lasse dich weiterarbeiten und komme später zu dir, Jungchen. Ja. Was will er denn jetzt von mir? Achso, ich soll jetzt pro Unternehmen pro Tag 150 machen. Ja, Moment, das ist jetzt gerade schwierig. Könntest du mich mal vielleicht an mein Auto lassen? Das würde mir echt viel bedeuten. Dann können wir uns jetzt mit unseren, Da können wir uns jetzt mit unseren hier, mit unseren Eigenschaften als Unternehmer vertraut machen und machen unsere Getränke voll. Warte mal, ich wollte da Donuts reinmachen. Warum machst du denn die Donuts nicht da rein? Ich habe keine Ahnung, warum er keine Donuts auffüllt. Wir parken mal gerade die Sackkarre und gehen auf Lager verwalten und holen die 100 Donuts daraus. Ach, da sind. Nee, Moment mal, warum habe ich denn 100? Naja, auch wieder schwachsinnig irgendwie. Auf jeden Fall ist der Laden jetzt geöffnet. Das ist eine super Geschichte. Borstels Geschenke-Shop ist dreckig. Ja. Das machen wir jetzt gleich. Dann gehen wir hier in Borstels Mega-Geschäft hier. Oh, ja. Kannst du ja bald Dreck käuflich erwerben, ne? Und dann meine. Wir ja, was will ich denn jetzt mit der Sackkarre? Das wird doch mega mitgedacht, Junge. Du sollst ja Mob holen. Ja. Dann drehen wir uns mal hier. Ich finde, das ist noch gar nicht so dreckig. Ich habe das schon schlimmer erlebt. Aber hey. Gehen wir mal nach hinten wischen. Ich weiß jetzt nicht so genau, wo die restlichen 2% sind. Ah, vorne bei den Körben. Gut. Dann mit dem ganzen Kladderadatsch hier hinten rein. Oh, wir haben in der. Im. Drüben gar nicht den. Lautsprecher aufgestellt, fällt mir gerade ein. Den habe ich ins Regal gefahren. Den habe ich ins Regal gefahren. Gehen wir nochmal gerade hier rüber und stellen den auf. Lager verwalten. Da. Platzieren den Lautsprecher. Den stellen wir dahin. Speicher ist da, dann können wir erstmal ins Bett gehen. Morgen müssen wir noch ein paar Donuts holen. 100 sind zu wenig. Theoretisch könnte man dann auch schon aufmachen, ne? Für morgen. Warte mal, wir haben ja hier vom. Wir haben ja hier Sachen. Oh, guck mal hier, die Evelyn Brooks, die ist doch ganz gut. Die ist Kundendienst Vollzeit. Prima. Die stellen wir direkt ein. Und zwar kommt die hier hin. Ich weiß jetzt gar nicht, welchem Laden ist denn die zugewiesen. Moment, das müssen wir gerade überprüfen. Und zwar geben wir hier hin. Diese Evelyn Brooks ist auch dem falschen Laden zugewiesen. So. Das kriegt Standard. Da gibt es nämlich dieses Burgerketten-Outfit. Dann gehen wir hier auf das Bissman und machen bei Borstel to go den Zeitplan an. Der hat dann auf von 8 bis 15. Und dann können wir noch eine zweite Schicht bis 22 Uhr machen. Und dann können wir hier hinziehen an die Registrierkasse Sie. Und dann können wir das schließen und dann kann ich morgen davon arbeiten und so. Dann kann man nämlich morgen früh den Laden schon aufmachen. Bringt ja man dann vielleicht auch ein paar Euro, ne? Jetzt habe
gar nicht aufgepasst, wie lange ich schlafe. Warum habe ich denn jetzt meine Deckenleuchte in der Hand? Was soll denn der Quatsch? Ja, wir pennen einfach bis 10, das ist okay. So, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Was habe ich denn verdient? 2800 nur. Ich brauche noch ein paar Donuts. Die fahren wir jetzt kaufen. Wir könnten uns auch überlegen, ob wir gleich Tische kaufen. Aber das kriege ich auch nicht alles ins Auto. Aber wir könnten, ja doch, dann fahren wir einmal rum, holen einen Tisch und vier Stühle. Naja, sechs Stühle. Moment, dann habe ich wie viel Platz im Auto? Sechs Stühle, einen Tisch sind sieben. Acht Plätze habe ich. Ich brauche noch einmal, das mit den Donuts. Ich hole erstmal nur vier Stühle. Ein Tisch, vier Stühle. Da fahre ich wegen mir nochmal. Und hol noch mehr. Aber so kriege ich dann zumindest die Donuts noch mit. Wir müssen erstmal das Lager verwalten und die Sacke rausmachen. Ja, die muss weg. Weil ich gehe ja schon offen. Ja, war schon ein paar Mal hier, da hatten die schon zu. Also noch zu. Die Frage ist nicht so unberechtigt. Das ist ein Schreibtisch. Nee, den will ich nicht. Ich will einen Esstisch. Esstisch. Eins. Vier normale Stühle. Dann raufen wir dem. Dann laufen wir dem ganzen Zeug zur Kasse. Kloppen uns das hinten ins Auto und freuen uns. Dann können wir da zumindest schon mal einen Tisch aufstellen. Ich meine, sie werden sich trotzdem beschweren, dass nicht genug Platz ist wahrscheinlich. Was ist denn das hier? Ach, das ist ein Plattformwagen. Ich wollte gerade fragen, was ich da kaufen kann. Aber da gibt es zumindest schon mal ein bisschen was, weißt du? Ist schon mal ein bisschen was da. Der eine Tisch und die vier Stühle und dann parken wir den Karren einfach hier auf dem Parkplatz. Jetzt aufpassen, dass wir den nicht rammen, weil der ist sehr massiv. Der ist sehr massiv. Da kannst du reinfahren und das Ding bleibt stehen. Das ist wie bei anderen Spielen Zäune oder Bäume. Die kannst du auch nicht wegmähen. Selbst beim Panzer nicht. Ja, dann fahren wir mal zum Großhändler und holen mal noch mehr Burgerfleisch. Nee, Donuts waren's. Ich glaube, das ist auch der einzige Laden, der sie hat. Man könnte noch Salat verkaufen. Das könnte man auch noch machen. Salat wäre auch noch eine Option. Man würde da natürlich vielleicht auch Sachen verkaufen, die gut gehen. Ne? Was sich dann jetzt irgendwann rauskristallisiert, dass Hotdogs super sind. Dafür noch eine Theke mehr. Dann kann man halt auch da direkt Hotdogs noch mit ins Boot nehmen. Können wir noch zweimal Donuts holen? Und dann war es das erstmal. Können wir uns jetzt überlegen, ob wir an der Kasse noch eine Sackkarre einladen? Da müssen wir nicht. Was machst du denn da? Achso, ich wollte aussteigen. Dann muss ich nicht erst ins Geschäft laufen und die Sackkarre holen. Werfen wir die hinten ins Auto. Hier sehen wir auch die Beschädigungen am Fahrzeug. Ich steige nochmal aus und zeig das mal. Ja, wir parken jetzt hier illegal. Das könnte einen Strafzettel geben. Da sieht man die Beschädigung am Auto. Das ist, weil ich fahrerische Extraklasse beweise und ständig überall vorfahre. Fahrzeuge touchiere. So wie wahrscheinlich jetzt gleich. Der mit seinem Porsche. Junge. Macht Schleichfahrt hier. Sonntagsausflug mit der Oma. Dabei ist heute Dienstag. Alter Thrombosestrumpf. So, hier rechts runter. Ach, du Heiland. Fast in den Porsche rein. Lager verwalten und dann nehmen wir die Sackkarre, die Donuts und schon mal den Tisch und den Stuhl mit. Oh, wir haben nicht mehr lang Zeit, da müssen wir arbeiten. Wir sind drei, müssen wir uns. Aber wir kriegen hier sowieso nicht so viele Tische rein. Aufgrund der Größe des Ladens. Wir stellen den mal auf die Seite, würde ich sagen. Dann stellen wir schon mal den ersten Stuhl auf. Den stellen wir hier hinten in die Ecke. Verbinden das damit und das dürften die Donuts sein, die ich ja ganz gerne hier hinten reinfahren wollte. Und dann beeilen wir uns, dass wir nochmal die restlichen drei Stühle holen.
zu spät sein. Ja, vom Auto rüberfahren. Hab Sitcom sehen. Oh, hab ich die Sackkarre. Jetzt läuft alles falsch. Ins Auto steigen, Sackkarre weggeräumt. Ja, der Laden ist nicht besetzt, ich weiß. Das ist mir durchaus bewusst, dass das passieren musste, weil ich einfach ein bisschen langsam bin. Sackkarre geparkt, mitten im Geschäft, so muss das sein. Und dann drehen wir den Stuhl. Und dann nehmen wir den nächsten Stuhl und platzieren den auch und machen das Fenster mal weg. Ja, mach keinen Stress, ich hab's gleich. Wollen wir noch die Sackkarre mitten aus dem Geschäft holen. Die parken wir hier. Und dann stellen wir uns an die einzig existierende Registrierkasse und freuen uns. Ja, jetzt finden sie hier die Wände und Böden noch blöd. Da machen wir jetzt den Innenarchitekten auf. Hier, fixe über die Tür, schwarz. Und hier auch. So. Und hier nehmen wir das und dann nehmen wir mal hier so einen dunklen Ton. Mal was anderes probieren, ne? Wände und Böden sind nicht so gut, das weiß ich nicht, das sehen wir gleich. Wie sich das verhält. Was holt er denn da? Weiß ich auch keiner, ne? Er holt auf jeden Fall Donuts, der muss das alles zusammensammeln. Das ist ja kein Do-it-yourself hier, keine Selbstbedienung. Ja, er findet keinen Platz. Das ist das, was ich erwartet habe. Ich weiß nicht, das ist nicht so schick. Aber man kriegt in dieses kleine Geschäft halt auch nicht so viele Tische. Man könnte jetzt hier noch zwei Stühle hinstellen wahrscheinlich, das würde noch gehen. Und einen Tisch auf die andere Seite und dann ist der Laden auch schon voll. Dann haben wir noch eine Kasse und noch den Hotdog-Grill und dann kannst du hier vielleicht noch eventuell irgendwo was für Salat hinstellen, wobei ich nicht weiß, ob die Tür offen bleiben muss, keine Ahnung. Ja, Borstel to go ist schmutzig. Das machen wir nach der Schicht. Kannst du dich drauf verlassen. So, wir beschleunigen das Ganze jetzt mal und gucken mir mal ein bisschen beim Arbeiten zu, wie ich hin und her laufe und Burger, Donuts und Getränke einpacke. In meinem sehr kleinen Fastfood-Geschäft. Uns gehen die Burger aus. Die müssen noch 2 Stunden reichen. Wir müssen gleich mal Reinigungskraft für den anderen Laden einstellen. Das schaffe ich zeitlich nicht mehr so richtig. Nicht mehr so richtig gut. Der Laden ist geschlossen. Holen wir uns hier unseren Reinigungsmob und fangen an, hinter der Kasse zu wischen und vor der Kasse zu wischen. Dann wischen wir noch beim Tisch. Ich weiß jetzt nicht so genau. Auch beim Mülleimer müssen wir aufwischen. Da sind schon 95% aller Sachen gewischt. Ich weiß jetzt nicht, wo die restlichen Prozente sind. Das ist immer wirklich schwierig. Ah, mal hinten im Lager. Gut. Na, Durchgangstür. Dann könnten wir eigentlich noch gleich für die Frühschicht die Fritten, wollte ich schon fast sagen, auffüllen. Ne, Burger sind es in dem Fall. Oh, da haben wir schon tatsächlich nur noch eine Packung. Da muss ich morgen auch los und auf jeden Fall neue Burger holen. Ging dann doch besser als erwartet. Dann laufen wir jetzt kurz hier runter und wischen noch da durch, damit der auch sauber ist. Und gucken halt auch gleich, was noch aufgefüllt werden müsste. Sieht gut aus, muss nichts gemacht werden, denke ich. Da wäre der viel bessere Burgerladen übrigens. Er sieht irgendwie viel größer aus. Warum habe ich denn das Gefühl, dass das größer ist? Was ist das für ein Quatsch? Ich bilde das jetzt nicht ein, oder? Ich sehe das schon so, ne? Das ist merkwürdig. Wo ist denn jetzt der restliche Schmutz noch? Ich will da auch ins Bett. Hinter der Kasse war noch ein bisschen, aber auch nicht alles. Geh mir jetzt eben suchen. Auf dem Weg zur Tür. Tür war es auch nicht. Da war es auch nicht.
Hier. Vom Getränke. 100 Kunden pro Tag. Oh, wir haben schon 12. Wahnsinn. So, did you get a call from the bank? Schockiert sein, zu was mit dem Konto passiert ist, ha? Wie es wächst. Du solltest dir eine schönere Wohnung suchen und kauf dir ein paar wirklich schöne Möbel. Du hast es dir verdient. Ja, das kann sein. Wir wollen es aber auch nicht direkt übertreiben, oder? Oh, hier aufgepasst, wie lange ich schlafe. Dann starten wir frisch in den neuen Tag und an dem Punkt beenden wir die ganze Sache. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ja, so sieht das aus. Und Kleiner, ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß. Danke fürs Zugucken. Ciao.